Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander, wie geht's euch? Ich bin mal wieder der Thomas und äh, ich hoffe, ihr händ einen guten 1. August gehabt. Gestern war ja der Tag, ich glaube, gestern, ja stimmt, heute ist 2. August. <laughs> ich bin total verwirrt. Und ich glaube, es war gar nicht so schlimm gewesen mit den Feuerwerken, gell? es hat nicht zu viel gegeben, zumindest hier. Zappenzoll, wo ich jetzt gerade bin. Von dem her äh, konnte ich gut schlafen. Im heutigen Podcast habe ich äh, das Thema Milch genommen. <laughs> Ein ganz random Thema. Aber die Frage ist: trinken ihr einen Kaffee mit normaler Kuhmilch oder mit Hafermilch oder mit Sojamilch oder mit Reismilch oder was da noch alles geht? Und zwar habe ich einen interessanten Geoartikel gefunden über das Thema, wo es Kuhmilch mit äh, Pflanzenmilch vergleichen. Und David wird ja euch heute auf Schweizerdeutsch verzählen. Das Transkript auf Hochdeutsch findet ihr natürlich auch, äh, den in meinem Patreon, äh, von dem ihr sie beiden äh, Sprachen nachlesen. Ich erzähle es euch auf Schweizerdeutsch. Also viel Spaß. Hafenmilch vs. Kuhmilch, welche ist gesünder? Wer sich heutzutage einen Kaffee to go holt, hat die volle Auswahl an Milchalternativen. Nicht nur Menschen mit Laktoseintoleranz freuen sich darüber, dass nicht mehr nur Kuhmilch angeboten wird. Viele trinken aus Überzeugung vegane Pflanzenmilch aus Soja, Erbsen, Reis, Mandeln oder eben Hafer. Schlussendlich müssen dafür ja keine Kühe hergeben. Zudem ist Pflanzenmilch viel gesünder, so die Annahme. Forschende von der University of Minnesota sind jetzt der Frage nachgegangen, welche Milch die gesündest ist. Ihre Ergebnisse haben Sie am 24. Juli 2023 auf der Konferenz von der American Society for Nutrition zu Boston vorgestellt. Und die sind überraschend. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben für die Erhebung 237 pflanzliche Milchprodukte von 23 unterschiedlichen Herstellern untersucht. Die Nährwert, die Mineralstoff, die Vitamine und die Spurenelemente. Haben sie dann mit der Wert von herkömmlicher Kuhmilch verglichen? Das Ergebnis hat laut Business Insider sogar die Forschenden selber überrascht. Eine einfache Kuhmilch hat im Vergleich zu den veganen Milchsorten eine deutlich höhere Nährstoffdichte. Nur 28 von den 237 Milchalternativen aus Hafer oder Mandeln haben eine annähernd vergleichbare Menge an Vitamin D und Kalzium enthalten. Zudem hat Pflanzenmilch tendenziell auch weniger Eiweiß als Kuhmilch enthalten. Die hat 8 Gramm Protein pro Portion. Sojamilch hat in der Regel einen gleichwertigen Proteinkalt, Andere pflanzliche Milchsorten enthalten aber im Durchschnitt nur 2 Gramm Protein. Wieso heißt Hafermilch im Supermarkt Haferdrink? Wir brauchen den Begriff Hafermilch oder Sojamilch ständig im Alltag. Doch im Supermarkt steht auf der Verpackung etwas anderes. Als Handelsbezeichnung werden andere Begriffe wie Haferdrink Drink verwendet. Der Grund? Milchensatz darf seit einer EU-Verordnung von 2013 nicht mit der Bezeichnung Milch verkauft werden. Nur die herkömmliche Kuhmilch da, weil sie aus der normalen Eutersekretion Sekretion von Tieren stammt. Wenn die Milch von einer anderen Tierart stammt, wie etwa von einem Schaf oder einer Geiss, muss das auf der Verpackung entsprechend deklariert werden, als Schaf oder Geissenmilch. Die Regel für die Benennung ist übrigens nicht nur in der EU so, sondern gilt nach der Schweizerischen Lebensmittelverordnung auch in der Schweiz. Ist die also ungesund? Tafelmilch ist der Kuhmilch nicht nur im Punkt- und Nährstoff-Handel. In vielen industriell weiterverarbeiteten Produkten sind verschiedene Stoffe enthalten, wo nicht unbedingt gesund für den Körper sind, wie zum Beispiel Süssungsmittel, Aromen, Konservierungsmittel, Verdickungsmittel oder Säurungsmittel. Die französische Biochemikerin Jessie Enchosp sieht Hafermilch auch aus einem anderen Grund kritisch. In einem Interview hat sie gesagt, Hafermilch ist nicht gut für den Körper. Nach ihrem Studium in einer Gesundheitstechnologie-Startup im Silicon Valley hat sie aus Interesse ein Glukose-Messgerät an ihrem Körper anbringen lassen. Ein Sensor hat ihre Blutzuckerwert in Echtzeit übermittelt. So hat Jessie detaillierte Daten darüber gewonnen, welche Auswirkungen welches Essen auf ihren Blutzuckerwert hatte. Die Biochemikerin hat dadurch erfahren, Hafermilch sorgt durch seine enthaltene Glukose für Blutzuckeranstieg. Das schadet unseren Zellen. Jede Glukosespitze spitze stressiös, was zu Entzündungen im Körper führt. Zudem werden die Alterungsprozesse beschleunigt. Mögliche weitere Folgen von der Blutzuckeranstieg sind laut R, Arthrose, Typ 2 Diabetes, Migräne, Fruchtbarkeits- und mentale Probleme. Hafenmilch oder Kuhmilch? Keine ist perfekt. Soll man jetzt also auf seinen geliebten Cappuccino mit Hafenmilch verzichten? Ist Hafenmilch wirklich so ungesund und die Kuhmilch viel gesünder? Da kann man so nicht sagen. Die Studienlage zu der Kuhmilch ist widersprüchlich. In vielen Studien zeigt Milch einen positiven, in vielen anderen Studien einen negativen Effekt. Darum lässt sich schlecht eine Verzehrmenge für Kuhmilch festlegen. Gemäss der Schweizer Lebensmittelpyramide wird der Verzehr von täglich drei Portionen Milch oder Milchprodukt empfohlen. Eine Portion entspricht 2 Deziliter Milch oder 150 bis 200 Gramm Joghurt, Quark, Hüttenkäse oder andere Milchprodukte. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ratet zu einem massvolleren Genuss. Pro Tag etwa 250 Gramm fettarme Milch. Also etwa ein Glas pro Tag. Die Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen aus Minnesota sehen ihre Studienergebnisse ebenfalls differenziert. Zwei hätten ihre Untersuchungen gegeben, dass Kuhmilch nährstoffreicher sei als Pflanzenmilch. Allerdings enthält die Kuhmilch viel mehr Cholesterin, was nicht gesund für den Körper Zwei Cholesterin im Blut kann zu Gefäßverkalkungen führen und damit zu einem erhöhten Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfälle. Für Hafermilch-Fans interessant, bei der Untersuchung aus den USA hat Hafermilch im Vergleich zu anderen Pflanzenmilchsorten wie Mandelmilch in puncto Nährwert, Mineralstoff, Vitamin und Spurenelement am besten abgeschlossen. Und ist nach der Kuhmilch auf Platz 2 gelandet. Der Grund? Hafermilchprodukt werden häufig mit Vitamin D und Kalzium angereichert. Im Zweifel aber gilt wie so oft, die Dosis macht das gift. Ja, und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort für den Artikel im Zweifel macht Dosis das Gift. Das stimmt doch eigentlich. Äh, man kann von allem zu viel haben und dann ist es irgendwie giftig. Es kann auch so gesund sein. Ich glaube, da wissen wir alle. Von dem her, genießt euch einen Kaffee, wenn ihr überhaupt Kaffee trinkt. Also ich tue es auf jeden Fall. Geniesst ihn mit der Hafermilch oder mit der richtigen Milch, die ihm am besten schmeckt. Ich will es euch nicht wegnehmen. <laughs> Sehr gut. Da wäre schon wieder für den Podcast von der Woche wenn es euch gefallen hat, gebt wir doch einen Daumen hoch bei YouTube, abonniert meinen Kanal und äh, wenn ihr ein bisschen mehr wissen wollt, schaut doch meine Transkripte an auf Patreon oder äh, probiert meine Grammatikübungen für Schweizerdeutsch, Was euch gerade so am besten gefällt. In dem Sinn mache ich's gut und bis zum nächsten Mal.